Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Ich habe heute 3 Tipps für eine gute Verdauung, die mal nichts mit Ernährung zu tun hat für euch. Und zwar einmal die Beine 10 bis 15 Minuten an die Wand hochlegen, gerade am Ende des Tages. Das ist super angenehm, ist so ein bisschen entbläht. Die ganze Flüssigkeit, das überschüssige Wasser läuft so ein bisschen aus den Beinen raus und das ist wirklich super entspannt. Dann ausreichend Wasser trinken und warmes Wasser am Morgen. Das mache ich ja auch immer. Das ist ein Tipp aus dem Ayurveda, was die Verdauung und die Entgiftung leicht anregt. Und das nächste ist CBD-Öl mit Kurkuma. Das ist etwas, was man machen kann, wenn man eher so einen nervösen Magen hat und ja, in einer gewissen Situation eben ein bisschen Unterstützung braucht. CBD-Öl kann eben auf eine unterschiedliche Art und Weise wirken. Es hat einmal ganz klar eine stressreduzierende Wirkung. Denn Stress ist ja ganz oft ein Auslöser für Magen- und Darmprobleme. Dann kann es Schlafprobleme lindern. Denn CBD-Öl ist wirklich so ein bisschen beruhigend, hilft beim Einschlafen und Durchschlafen. Und dann kann es eben auch einen Blähbauch und Krämpfe lindern. Und das CBD-Öl mit Kurkuma hat so ein bisschen so einen leicht zitronigen Geschmack. Das heißt, man kann es wirklich gut einnehmen. Und von dem ich spreche, das ist von Hanfgeflüster. Und ich habe da auch einen Rabattcode für euch, nämlich Katie Gold, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 15% Rabatt. Und ab einer Bestellung von 69 Euro gibt es sogar ein goldenes 10%iges Kurkuma-CBD-Öl kostenlos dazu. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch unbedingt noch sagen, dass ich am 15.02. ein kostenloses Webinar für euch gebe zum Thema, wie du mit Ayurveda dein Immunsystem stärkst. Denn ich bekomme ganz oft Fragen, was man machen kann, wenn man angeschlagen ist, wenn das Immunsystem nicht so gut ist, wenn man es einfach insgesamt ganzheitlich, vor allem mit Lebensstil-Dingen, mit ganz viel Wissen, Tipps und Tricks aus dem Ayurveda eben stärken möchte, was man dann machen kann. Und genau darum wird es eben in dem Webinar gehen. Ihr bekommt von mir praktische Tipps für den Alltag, was ihr machen könnt, welche Lebensmittel besonders immunstärkend sind, besonders entzündungshemmend sind. Ihr bekommt danach auch so eine kleine Übersichtsliste, dass ihr die dann auch gut irgendwie in die Küche hängen könnt und in euren Alltag integrieren könnt. Wenn ihr an dem 15.02. um 20 Uhr nicht könnt, meldet euch trotzdem an, wenn ihr dabei sein möchtet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, denn es gibt auch eine Aufzeichnung. Also es lohnt sich auf jeden Fall und ich freue mich jetzt schon riesig auf den 15.02. und freue mich über alle, die dabei sind. Ja, und dann geht's jetzt los mit der neuen Folge. Ihr hört ein Interview mit der lieben Anja Giersberg von Zuckerfrei Naschen. Anja ist Autorin von mittlerweile 3 Büchern und Ernährungsberaterin und betreibt auch den Social-Media-Account Zuckerfrei Naschen, wo es rund um das Thema zuckerfreie Ernährung, zuckerfreie Rezepte und vieles mehr geht. Sie ist selbst auch Ernährungsberaterin, Autorin und auch Konditormeisterin und ist eben über ihre eigene Geschichte, über eigene Gesundheits- bzw. erstmal Krankheitsgeschichte dazu gekommen, sich zuckerfrei zu ernähren. Und das hat ihre Gesundheit komplett transformiert und hat das mittlerweile zu ihrer großen Passion und Leidenschaft gemacht, die zuckerfreie Ernährung eben auch weiterzugeben. Und die Folge ist so ein bisschen anders als andere Interviews, weil wir nämlich wirklich Fragen genommen haben, die ihr mir über Instagram gestellt habt zum Thema zuckerfreie Ernährung. Und die haben wir in der Folge beantwortet. Also es ist wirklich eine Folge mit viel Mehrwert, mit ganz viel praktischen Tipps. Wir haben über Fragen gesprochen wie, was ist die beste Zuckeralternative? Was kann man machen, wenn der Partner sich nicht zuckerfrei ernährt? Ist Kokosblütenzucker ein besserer Zucker als der normale Zucker? Und vieles, vieles mehr. Also ich hoffe sehr, dass da viel für euch dabei ist und wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Anja, bei mir im Podcast zum 3. Mal. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir jetzt über ein sehr schönes und spannendes Thema sprechen, nämlich zuckerfreie Ernährung. Wenn dich jemand noch nicht kennt, ich werde auf jeden Fall die anderen Folgen in den Shownotes verlinken, könntest du dich zu Beginn nochmal kurz vorstellen? Ja, total gerne. Erstmal hallo und danke, dass du mich jetzt zum 3. Mal eingeladen hast. Ich freue mich total. Und ja, ich bin Anja, ich bin Konditormeisterin und ich betreibe auf Instagram den Kanal Zuckerfrei Naschen.
Und ich versorge meine Leser mit zuckerfreien Rezepten und Tipps für ein zuckerreduziertes oder zuckerfreies Leben. Und ich mache das seit 3 Jahren. Ich habe eine persönliche Vorgeschichte. Eigentlich ist es ja ziemlich ungewöhnlich, als Konditormeisterin zuckerfrei zu backen. Aber ich bin damals oder hatte damals eine sehr, sehr starke Candidose und musste meine Ernährung von heute auf morgen umstellen. Und bin so zu diesem Thema gekommen und dachte dann irgendwann mit den Jahren, ich habe mal wieder Lust auf was Süßes. Ich habe ja damals keinen Zucker mehr gegessen gehabt durch den Darmpilz und wollte unbedingt mal wieder was backen. Und ja, dann habe ich damit angefangen und habe meine ersten Bilder hochgeladen auf Instagram. Und mittlerweile begeistere ich da einfach viele Menschen mit den Rezepten und auch mit den Tipps, die meine Leser halt im Alltag dann auch umsetzen können. Ja, total schön. Da haben wir nämlich auch eine Gemeinsamkeit, weil bei mir hat nämlich damals auch alles angefangen mit einer Diagnose von einer Candidose, also von so einer Candida-Pilzüberbesiedlung im Darm. Und damit hat eigentlich auch alles angefangen. Und es war wie so ein Startschuss, dass man plötzlich anfängt, weil man ja gezwungen wird, sich mit Lebensmitteln und mit Produkten auseinanderzusetzen. Und dann guckt man automatisch auf Zutatenlisten und lernt einfach mit der Zeit immer mehr über Ernährung und stellt auch fest, dass es auch einfach ganz anders geht. Und dann ist es dann nach einer Zeit auch wirklich eine Bereicherung, weil man merkt, man bekommt ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, genau. Also so dieses Frischkochen war damals für mich auch ganz fern in meiner Welt. Aber natürlich macht man das dann automatisch, ne? Und dann fängt Ernährung auch wieder an, Spaß zu machen. Und vor allem merkt man ja dann auch, dass einem das Energie gibt, ja? Also das, was ich früher gegessen habe, vor allem dieser ganze Zucker und so, das hat mich ja total runtergezogen. Und als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema wirklich auch zu beschäftigen und die Ernährung umgestellt habe, das ist ein ganz anderes Leben. Also fühlt sich viel fitter, energiegeladener und ist einfach ein totaler Mehrwert für den Körper. Ja, ich habe in deinem Buch, wo wir nachher auch kurz drüber sprechen, was ja ganz neu ist, auch gelesen, dass eine zu dir mal gesagt hat, gönn dir doch mal was, so kann man doch nicht leben, wenn man komplett ohne Zucker lebt, so das ist ein totaler Verzicht. Und hat die wohl gesagt, ich gönne mir ein Leben voller Gesundheit und beschwerdefrei und einfach voller Energie. Da habe ich mir gedacht, ja, also man versteht es, glaube ich, nur, wenn man mal die andere Seite kennenlernt und frei von Beschwerden, dass es dann wirklich kein großer Verzicht ist. Ja, also das ist so das größte Vorteil wirklich, ne, dass die Leute, wenn sie das Thema zuckerfrei hören, brauchen das nur hören und dann denken sie, nein, ich will nicht auf alles verzichten und das geht doch nicht und so weiter. Aber ja, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Man muss es halt drauf einlassen und sich mit dem Thema beschäftigen und dann ist es genauso wie die eine Leserin da in meinem Buch beschrieben hat, es ist halt kein Verzicht, sondern einfach ein Leben voller Bereicherung, voller Gesundheit und ja, mit genauso viel Freude wie mit Zucker. Ne? Ja, total. Ich hatte auch vorher, bevor wir das Gespräch gestartet haben, haben wir auch kurz darüber gesprochen. Man muss nur mal für sich fragen, wenn viele sagen, ja, Essen wäre kein emotionales Thema und dann muss man nur mal über das Thema Zucker freisprechen, dann sieht man an den ganzen Reaktionen, dass das ziemlich emotional behaftet ist und jeder da seine eigene Meinung zu hat und dann auch alte Verhaltensmuster und Verstrickungen und so weiter einfach dann wirklich richtig hochkommen und man auch teilweise so richtig getriggert wird. Also daran kann man es ganz schön erkennen. Absolut, ja. Es geht ja nicht darum, dass man das so extrem lebt. Ne? Niemand muss das ja so konsequent machen wie ich. Also in kleinen Mengen Zucker zu konsumieren ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber es geht halt einfach darum, dieses Bewusstsein zu bekommen. Ne? Weil der Zucker ist halt einfach überall um uns herum. Und ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, wie viel Zucker wir einfach auch unbewusst konsumieren. Ja, da hast du was ganz Wichtiges gesagt, weil die Menge macht halt wirklich das Gift. Wenn man sich sonst gesund ernährt und dann isst man am Nachmittag eine Reihe, also so eine Schokoladenreihe Zucker, also Schokolade mit Zucker, dann wird das überhaupt kein Problem sein. Ja, oder auch wenn man einmal die Woche ein Stück Kuchen isst oder dann an Weihnachten und Ostern zum Geburtstag mal was mit normalem Zucker isst, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Sei denn natürlich, man hat irgendwie krasse gesundheitliche Beschwerden. Aber das, was halt so wichtig ist und das, was du ja auch mit deiner ganzen Arbeit machst, ist wirklich dieses Bewusstsein dafür schaffen. Mhm. Weil wenn man durch den Supermarkt geht, dann, wenn man jetzt mal an den ganzen frischen Sachen vorbeigeht, an den ganzen Regale geht und dann mal wirklich die Packung umdreht, dann sieht man wirklich, dass da einfach in, ich würde mal sagen, mindestens hier im zweiten Produkt wirklich Zucker zugesetzt ist. Ja. Und wenn man dann schon morgens irgendwie damit startet, dass man Kaffee trinkt und dann halt automatisch Zucker dazu tut und dann isst man sein Marmeladenbrötchen und dann als
Zwischenmahlzeit noch irgendwie einen Keks und dann mittags gibt es das Salatdressing, wo ganz viel Zucker mit drin ist. Und dann nachmittags wieder irgendwas mit Zucker und am Abend irgendwie Weißmehlprodukte. Dann hat man halt am Ende des Tages eine ganze Menge an Zucker, den man vielleicht gar nicht so bewusst konsumiert hat. Und das ist dann genau das Problem. Absolut, nee, da hast du total recht. Also ich glaube, das ist den meisten auch nicht bewusst. Aber ja, genau, da bin ich ja für da. Und genau. Da genau. Und da hole ich das gerne ins Bewusstsein der Leute wieder zurück, ja. Ja, und ich habe mir nämlich für unser heutiges Gespräch etwas überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, wie schön wäre das, wenn man wirklich einfach mal die Community bzw. die Follower praktisch mit integriert und mal wirklich fragt, was praktisch ihr, also die zuhören, für Fragen zum Thema zuckerfrei haben. Und deswegen habe ich bei Instagram in den Stories eine Umfrage bzw. einen Fragensticker gepostet, wo man Fragen stellen konnte zum Thema zuckerfreie Ernährung. Und diese Fragen, es waren Unmengen, also ich kann jetzt leider, wir können nicht alle beantworten, okay. Sonst sitzen wir morgen noch da. Ja. Aber ich habe einige rausgesucht, die wirklich oft kamen oder wo ich weiß, die reichen mich auch oft und die passen jetzt einfach sehr, sehr gut. Und da haben wir uns gedacht, die gehen wir jetzt mal durch, es sind ungefähr 10 Fragen. Und beantworten wir zum Thema zuckerfrei. Und die Intention ist da einfach dahinter, dass man dann nochmal so eine Motivation bekommt, sich wirklich auch zuckerfrei oder zuckerärmer zu ernähren und dass man auch einfach eine Klarheit bekommt. Ja, weil es gibt ja auch ganz viel, wo man vielleicht denkt, ah, ich mache jetzt alles mit Agavendicksaft, ja. Ist auch viel besser oder sowas. Und dass man da einfach mehr Klarheit hat. Ja, klasse. Nee, ich freue mich schon. Ich bin ganz gespannt auf die Frage. Ja, ich freue mich auch und ich fange auch direkt mal mit der ersten Frage an, weil das ganz oft kam und ich dachte, zu Beginn ist das super, das einmal zu klären und zwar, was verstehst du eigentlich unter dem Thema zuckerfreie Ernährung? Sehr, eine sehr große Frage, ich weiß. Genau. Ja, das ist absolut, also die Frage ist berechtigt und das ist auch das, was, glaube ich, die meisten sich am Anfang auch stellen, weil du wirst ja beeinflusst durch die Medien, durch Freunde, durch Familie, jeder sagt was anderes und keiner weiß so richtig, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Und ich glaube, so wie wir das so im Volksmund definieren, ist das nochmal was ganz anderes, als der Gesetzgeber das jetzt so für sich festgelegt hat. Also wenn ich jetzt sage, ich lebe zuckerfrei, dann meine ich zum Beispiel, ich esse jetzt keinen raffinierten Zucker, also keinen isolierten Zucker und halt eben auch diese ganzen versteckten Zucker nicht. Also ja, das, was wir eben schon besprochen haben, was halt sich so an Zuckerarten in den ganzen verarbeiteten Produkten versteckt. Und für mich ist aber zum Beispiel natürlicher Zucker völlig in Ordnung. Also das heißt zum Beispiel der Fruchtzucker an einem Apfel, also wenn ich da jetzt einen Apfel esse, ist für mich ja, völlig normal und auch wichtig. Ja, in so einem Apfel sind Vitamine und Ballaststoffe und so weiter. Und das würde ich niemals aus meiner Ernährung streichen. Und genauso wie wenn man jetzt Milchprodukte isst und da ist jetzt im Käse der Milchzucker, auch das wäre jetzt für mich zum Beispiel dann in Ordnung, ja. Und aber sonst alles, was isoliert ist, also zum Beispiel dann auch diesen isolierten Fruchtzucker, der in vielen Zuckeralternativen auch steckt, also da achte ich drauf, das konsumiere ich jetzt nicht. Und da muss aber jeder auch so ein bisschen für sich schauen, wie er das im Alltag einfach für sich umsetzen will. Nur weil ich das jetzt so mache, müssen das andere nicht so machen. Also natürlich kann man auch einfach so für sich sagen, ich lebe jetzt im Alltag gesund, ja, und ich achte auf den Haushaltszucker, dass ich den nicht mehr konsumiere, gucke, dass ich Wasser trinke anstatt gesüßte Getränke und lasse vielleicht die Tüte Gummibärchen weg und suche mir dafür eine Alternative, dann ist das auch eine Art, zuckerfrei zu leben, ja. Und der Gesetzgeber, der ist ja da so ein bisschen strenger, der hat das ganz fest definiert und ja, und je nachdem, wie viel Zucker dann ein Produkt ist, dürfen ja verschiedene Hersteller dann auch mit zuckerfrei oder ohne Zuckerzusatz und so weiter werben. Aber ich glaube, so für einen selbst ist das im Endeffekt egal. Man muss für sich definieren, was möchte ich eigentlich? Ja, möchte ich den isolierten Zucker essen, ja oder nein? Was möchte ich alles aus meinem Speiseplan streichen? Und dann kann man das einfach so für sich festlegen. Und ganz ehrlich, also jeder, glaube ich, definiert das anders. Man kann da gar nicht so sagen, das bedeutet das. Also jeder hat das so für sich, seine eigene Art, das zu leben. Und so wie ich das gerade so erklärt habe, lebe ich das einfach für mich in meinem Alltag. Ja. Ja, ich mache das ganz ähnlich. Also wenn man es vielleicht so runterbrechen möchte, kann man vielleicht sagen, Zucker in seiner natürlichen Umgebung, ja. Also in Obst, in Trockenfrüchte, ja. In stärkehaltiges Gemüse, wie jetzt Kürbis, Kartoffel, vollwertige Kohlenhydrate im Endeffekt auch einfach, ist für mich praktisch das, was auch die Natur bereithält und was, glaube ich, die Natur ursprünglich auch für uns gedacht hat. Und alles, was halt dann einfach
bei Produkten Zucker, zugesetzter Zucker, irgendwelche Sirup-Varianten, irgendwelche anderen, ja, mal, also beziehungsweise was gibt es noch für Wörter, um das zu beschreiben? So Mais-Sirup, Dextrose, genau. So genau, Dextrose, genau, Traubenzucker. Ja. Genau, und sowas. Ja. Genau, das sind halt alles so versteckte Zucker. Aber wie du gesagt hast, eben gerade, dass der Zucker in seiner natürlichen Form, so wie die Natur uns das schenkt, das ist halt einfach auch das, worauf unser Körper sozusagen vorbereitet ist und was er halt einfach auch am besten verwerten kann, ja. Ja, und da ist halt einfach wichtig, dass man, wenn man, im Endeffekt kann man sich darauf verlassen, wenn man ein Produkt kauft, da ist nur eine Zutat drin, wie jetzt bei Kichererbsen oder bei einfach Gemüse und Obst, ja, dann sind das natürlich naturbelassene Lebensmittel. Aber wenn man eben ein fertiges Produkt kauft, dann muss man am besten einfach wirklich die Packung umdrehen und gucken bei den Inhaltsstoffen, was ist drin, ja, und auch sich mal eine Übersicht machen zu diesen verschiedenen Begriffen von Zucker. Weil nicht nur das Wort Haushaltszucker, ja, ist dieser versteckter Zucker manchmal, sondern es gibt eben noch viele weitere Wörter wie Dextrose, ja, wie irgendwelche Mais-Sirup-Varianten, wo halt auch einfach nur raffinierter Zucker drin ist. Ja, ja, und da muss man sich so ein bisschen mit auseinandersetzen. Absolut. Genau. Und dann kann man natürlich auch mal gucken bei Produkten, da sind ja so Tabellen hinten und da steht ja dann drauf, wie viel Kalorien und dann wie viel Fette, Proteine und dann Kohlenhydrate und darunter kommt ja davon Zucker. Und wenn man sieht, da ist ein recht hoher Gehalt drin, dann ist es wichtig, die Zutaten dazu zu checken und zu gucken, wo kommt dieser Zucker her. Also ist es irgendwie einfach, weil ein Apfelmark von Natur aus Äpfel enthält und da natürlich einiges an Fruchtzucker drin ist, oder liegt es daran, weil da einfach noch viel extra Zucker zugesetzt worden ist. Genau, so genau perfekt beschrieben. So mache ich das auch immer und das ist halt einfach auch die beste Variante. Und dann kann man ja für sich entscheiden, okay, jetzt hat das Produkt viel Fruchtzucker, aber der ist halt natürlich und das ist für mich okay. Und dann nehme ich das halt mit. Und wenn man eben sieht, okay, nee, das ist nicht okay, das sind so komische Sachen noch drin, dann kann man es halt im Regal stehen lassen. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Dann die nächste Frage, die ein paar Mal gestellt worden ist, in verschiedenen Varianten, aber ich fasse es einmal zusammen. Und zwar, welche gravierenden Auswirkungen hat der Zuckerkonsum auf die Gesundheit? Oh, also nehmen wir mal mich jetzt als Beispiel und das ist auch so für mich der Hauptgrund, warum ich da sehr, sehr drauf achte und das natürlich hat das auch was mit meiner Vorgeschichte zu tun und das ist halt einfach unsere Darmgesundheit. Also ich möchte halt eben nicht ungesunde Bakterien und Pilze mit diesem ganzen isolierten Zucker füttern und ich möchte auch nicht, dass genau diese Pilze sich in meinem Darm vermehren und einfach dann Toxine verstoffwechseln und meinen ganzen Darm kaputt machen und dadurch halt eben das Gleichgewicht meiner Darmflora gestört ist und daraus eben genau Folgekrankheiten entstehen. Und das möchte ich einfach für mich nicht. Also ich sehe das halt einfach so und das ist auch der Hauptgrund, warum ich das mache. Ich möchte einfach auf meinen Darm aufpassen. Ich habe gemerkt, was passiert, wenn es ihm nicht gut geht und das möchte ich nicht nochmal erleben und deswegen ist das auch einfach für mich der Hauptgrund, ja, den Zucker in meinem Leben zu reduzieren. Also ich werde jetzt keinerlei Schwierigkeiten haben, wenn ich jetzt mal ein Dressing esse, wo ein bisschen zugesetzter Zucker drin ist. Ja, das wird meinen Darm nicht schocken, aber mir ist einfach wichtig, da im Großen und Ganzen für meine Darmgesundheit einfach drauf zu achten. Und ich glaube, das, was viele unterschätzen und warum vor allem das auch mit der Insulinresistenz und auch mit den Typ-2-Diabetikern zunimmt, ist dieser ganze isolierte Fruchtzucker, den wir halt einfach in Unmengen konsumieren. Weil das Problem ist einfach, dass unsere Leber einfach mit diesem zu viel an Fruchtzucker ganz, ganz schnell überfordert ist. Und die wandelt dann diesen Zucker in Fett um. Jetzt einfach erklärt. Und dieses Fett, das setzt sich auf unseren Hüften ab. Und dann fragen mich immer alle, ja, aber ist doch nicht schlimm, dann werde ich halt ein bisschen dick und so weiter. Ist doch nicht weiter dramatisch. Doch, das ist schon, finde ich, nicht schön, weil eben durch diese Fettpolster entstehen halt eben genauso Folgekrankheiten wie Insulinresistenz und eben auch Typ-2-Diabetes. Und daraus entstehen ganz, ganz viele andere Folgekrankheiten oder können viele andere Krankheiten entstehen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man unterschätzt das, weil das kommt halt auch nicht von heute auf morgen so, zack, bumm, ich hab das, sondern das passiert halt eben ganz schleichend. Und genau, was wir halt eben gerade gesagt haben, wir konsumieren so viel unbewusst, so viel isolierten Zucker und unsere Leber ist da einfach nicht drauf dafür gemacht. Ja, das ist einfach viel zu viel. Und deswegen ist halt eben genau dieser bewusste Umgang mit dem Thema Zucker wichtig. Und
Ja, und sonst hat Zucker einfach, würde ich sagen, auf viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper noch Einfluss. Also da könnten wir jetzt, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge drüber aufnehmen. Aber das sind so für mich die zwei wichtigsten Gründe und die ich halt eben auch bei meinen Lesern sehe. Genau, diese Fragen. Das sind halt meistens Menschen, die haben Insulinresistenz, sind Typ 2 Diabetiker, möchten abnehmen und haben halt ganz, ganz viele haben Probleme mit dem Darm. Und da hilft es einfach auch, den Zucker zu reduzieren und darauf zu achten. Ja, absolut. Also auch hier kommt es natürlich wie immer auch auf die Menge drauf an. Ja, genau. Also keiner muss den Industriezucker für immer aus seinem Leben streichen, aber halt einfach diesen bewussten Umgang und gerade auch, finde ich, bei den Getränken. Ja, also da sage ich immer, das muss echt nicht sein, dass man den ganzen Tag zum Beispiel Saft trinkt. Ja, oder überall eben noch jedes Getränk da irgendwie Zucker reinmacht, weil dann kommt wirklich so dieser isolierte Zucker, kommt halt dann so, flutet direkt unseren Körper. Ja. Und diesen Zucker kann man sich dann wirklich für ein Stückchen Schokolade irgendwie fürs nach dem Essen irgendwie aufheben. Ja, genau. Und sich eher dann an Wasser oder ungesüßte Kräutertees dann gewöhnen. Und da haben so viele Schwierigkeiten mit, ne? Ich kann das auch verstehen. Ich habe ja damals auch nur Apfelschorle getrunken und so Limos und sowas, ja. Und jetzt kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Also für mich ist Wasser so, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich überhaupt mal meinen Tee gesüßt habe, dass ich meinen Kaffee gesüßt habe und sowas alles. Das kann ich für mich gar nicht mehr nachvollziehen. Es würde mir nie wieder schmecken. Aber ich kann verstehen, dass das eine Umstellung ist. Es lohnt sich halt, ne? Man gewöhnt sich daran. Also der Körper, der gewöhnt sich ja dann auch daran und so ein Wasser, das schmeckt halt einfach, auch wenn es still ist. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, da Sprudelwasser zu trinken oder aromatisiertes Wasser. Für mich ist dann halt einfach auch so Tees, finde ich, die schmecken dann so super süß, auch wenn man keinen Zucker reinmacht. Ja, es gibt einfach der Tee an sich, der hat auch schon so eine schöne natürliche Süße und das geht halt eben auch. Ja. Ja, also es ist wirklich eine Sache der Gewohnheit. Ja. Total. Und das Ding ist auch, dass man natürlich über diesen süßen Geschmack kann man auch versuchen, oder beziehungsweise man versucht damit unbewusst ja auch immer wieder Reize zu setzen oder halt Emotionen auch auszugleichen. Und wenn man das halt irgendwie so immer permanent hat und dann jedes Mal, wenn dieser süße Geschmack ankommt, ist es ja wie so eine Belohnung, die innerlich immer wieder ausgeschüttet wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass man da genauer hinguckt. Ja, warum braucht man das ständig? Ja, und warum reicht nicht einfach nur Wasser praktisch, und um halt den Durst eigentlich zu stillen. Ja, dafür ist das Getränk ja da. Genau. Und da sind auch nicht Leitgetränke besser. Nee. Einfach weglassen, genau. Genau, einfach Wasser trinken. Da freut sich unser Körper am meisten. Ja, ja. Und ich würde auch sagen, wenn es wirklich darum geht, die gravierenden Auswirkungen von Zucker, dann gerade beim Darm, ja, weil wir haben einfach dann ein gewisses Milieu und auch eine Verteilung an guten oder eher schlechten Bakterien. Wir wollen natürlich, dass die guten, schleimhautschützenden, wirklich Immunsystem stärkenden Bakterien, dass die wirklich aufrechterhalten werden und dass halt die wenig Raum lassen für Pilze, für irgendwelche Parasiten, Würmer und Co. Ja, auch Pilze haben wir im Darm. Wir haben alle einen Candida im Darm und das ist auch gut. Aber wenn wir einfach diesen vielen Pilzen und Bakterien, die eher schädlich sind, zu viel Raum geben, indem wir denen zu viel Futter geben, ja, über einen Zucker, das lieben die. Kann man sich nur an irgendwelche Experimente aus dem Biounterricht erinnern, dass Pilze einfach mit Zucker total gedeihen und wachsen und wuchern. Und so kann man sich das eigentlich auch vorstellen. Und der Darm hat einfach solche Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit, aufs Immunsystem, auf Entzündungsprozesse im Körper. Und das ist nämlich genau das. Es ist nicht so, dass man Zucker sagen kann per se irgendwie schlecht, sondern es ist das, was er nämlich dann eigentlich zweitrangig mit dem Darm anrichtet und was dann ein kaputter Darm für Auswirkungen auf den Rest des Körpers eben dann hat. Ja, absolut. Ich habe gerade in meiner Ausbildung hier gelesen mit dem Bauchhirn. Das fand ich auch interessant, weil du das gerade gesagt hast, ne? Dass es halt sofort ans Gehirn übermittelt wird, was wir essen und wir da halt eben auch emotional darauf reagieren. Das ist auch super interessant, ja. Ja. Ich gucke nämlich jetzt gerade auch, weil das passt gerade gut, dass du es auch gesagt hast, weil hier hat nämlich auch jemand gefragt, kann zu viel Zucker die mentale Gesundheit beeinflussen? Und das ist genau das, was wir gerade hatten. Jetzt erstmal per se kann man es nicht direkt sagen, Zucker sorgt für, keine Ahnung, Depressionen oder sowas. Das kann man so nicht sagen. Aber ein zu hoher Zuckerkonsum schädigt eben die Darmflora. Ja, und das wiederum hat dann Auswirkungen zum Beispiel auf die mentale Gesundheit und Entzündungsprozesse im Körper, weil es eben diese Verbindung auch zwischen Darm und Hirn über den Vagusnerv auch wirklich gibt. Ja.
und da Botenstoffe permanent gesendet werden. Und deswegen hängt das auf jeden Fall zusammen. Oder was würdest du sagen? Ja, nee, genau so. Also ich finde das auch super interessant. Und wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, ist es ja so. Also wenn wir jetzt ungesunde Sachen essen, also so gut fühlt man sich da nicht mit. Also ich habe mich zum Beispiel damals nie gut damit gefühlt, ne? Und es ist natürlich was ganz anderes, wenn wir uns nähren oder unseren Körper nähren mit guten Sachen. Und da wird was ganz anderes ans Gehirn übermittelt, als jetzt mit diesem zu viel Zucker, genau. Ja. Ja, und dann ist es natürlich auch so, und ich glaube, das kennt jeder, im ersten Moment ist es so dieses typische so, oh ja, man hat so ein bisschen mehr Energie und man fühlt sich so ein bisschen glücklicher und man hat einfach so dieses Belohnungsgefühl und es fühlt sich gut an, aber das ist wirklich so ein kurzer Moment, denn spätestens danach, auch hier natürlich kommt es auf die Menge drauf an, aber wenn es halt wirklich eine sehr große Menge war, dann spätestens eine Stunde oder zwei Stunden danach merkt man dann, auch alleine jetzt mal unabhängig vom Darm, aber vom Blutzuckerspiegel, ja, wenn das wirklich isolierter Zucker war, dann geht der eben ganz schnell hoch, man fühlt sich gut und dann geht er aber eben auch ganz schnell wieder runter. Ja. Und diese starken Schwankungen, die sorgen nämlich dann auch dafür, dass, ja, dass man sich natürlich dann nicht gut fühlt oder dass man dann so lethargisch wird und eben so träge und müde. Und das klar, ist sogar, genau, und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, dann ist es so ein Kreislauf, ne? Dann hat man auch nicht so Lust, sich zu bewegen oder so generell irgendwas Aktives zu machen und dann bewegt man sich noch weniger und fühlt sich noch mehr träge und dann ist es wirklich so ein richtiger Kreislauf, in dem man drin steckt. Ja, und dann isst man meistens wieder was Ungesundes, Weil man vielleicht wieder schneller besser fühlen will und ja, so hört das niemals auf. Ah doch, es kann aufhören, man muss nur einmal machen und da einfach dranbleiben. Jeder kann das schaffen, bin ich mir ganz sicher, ja. Ja. Ich habe auch neulich ein ganz spannendes Podcast-Interview gehört, das war auf Englisch und da wurde eine interviewt, die beschäftigt sich sehr mit dem Blutzuckerspiegel und die hat tatsächlich eine Erkrankung aufgrund von einem Trauma, von einem Autounfall und hat danach für sich festgestellt, dass diese gravierenden Probleme extrem kamen, wenn sie diese krassen Blutzuckerschwankungen hatte. Und hat das nämlich dann auch unter anderem auf diesen Zuckerkonsum zurückgeführt und hat das für sich in den Griff bekommen und dann auch gemerkt, seitdem ist sie viel stabiler, hat nicht mehr diese krassen Schwankungen, auch keine mehr so großen Ausfälle, weil ihr Blutzuckerspiegel stabiler ist. Und der Blutzuckerspiegel reguliert so viel bei uns im Körper. Ja, deswegen ist der, den darf man auch nicht unterschätzen. Ja, genau. Da muss man ganz doll drauf aufpassen. Man kann auch, der ist wichtig. Am besten ist, dass er immer konstant bleibt und dass halt eben diese ganzen Schwankungen da nicht stattfinden. Ja, das stimmt. Ja. Dann einmal weiter zur nächsten Frage. Und zwar, welcher Zuckerersatz ist der beste? Auch eine große Frage. Aber ich meine, wir sprechen im Endeffekt, klar, es ist ja für alle, die zuhören, wenn ich jetzt noch zwei andere Leute interviewe, die werden wieder ein bisschen andere Antworten geben. Wir sprechen aus unserer Erfahrung und was für uns funktioniert und davon kann man sich inspirieren lassen, muss man aber auch nicht. Also von daher, Also ich finde einfach, jeder darf das so machen, wie er möchte. Ja. Wenn jemand für sich beschließt, ich möchte mit Zucker backen und achte im Alltag darauf, dass ich sonst keinen Zucker esse, dann ist das auch in Ordnung. Und dann ist halt einfach auch Zucker zum Backen okay, unser Haushaltszucker. Aber wenn jetzt jemand aus gesundheitlichen Gründen vielleicht irgendwie das nicht benutzen möchte, dann ich mag gerne Erythrit. Also wenn ich jetzt mal einen Kuchen backe, ehrlich gesagt, ich habe jetzt mal gestern drüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal einen Kuchen gebacken habe und den gegessen habe. Ich glaube, es ist jetzt schon ein halbes Jahr her. Oh, krass. Also ich esse fast gar keinen Kuchen mehr. Und wenn ich mir mal einen backe, dann ist für mich einfach die Alternative Erythrit eine gute Alternative, die mir gut bekommt. Ist das okay? Und manchmal mache ich mir hier auch so Sachen mit natürlichem Zucker. Und das finde ich auch toll. Und das bekommt mir auch gut. Und damit fahre ich gut. Und das ist auch für mich eine super Alternative. Aber jeder muss da einfach für sich schauen. Das ist von so vielen Sachen abhängig. Erstmal möchte ich das mit den Zuckeralternativen überhaupt. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will diese synthetische nicht, ich will diese Chemie nicht, dann fällt halt schon mal ganz viel flach, ja. Und dann kann man halt für sich sagen, ich möchte einfach nur natürlich süßen. Oder vielleicht einfach anstatt des Haushaltszuckers nehme ich gerne Kokosblütenzucker. In der Ausnahme mal, ist doch auch super. Also dann ist das auch eine Alternative. Wenn man die gut bekommt, dann kann man damit auch mal einen Kuchen backen. Da muss einfach jeder für sich schauen. Ich glaube, so für viele meiner Leser ist das Erythrit eine tolle Alternative auch in Maßen natürlich, so wie ich das jetzt beschrieben habe, einfach mal, weil es sich insulinunabhängig verstoffwechselt und weil der Blutzuckerspiegel da jetzt auch nicht einfach auch konstanter bleibt. Und deswegen nehmen das meine Leser einfach auch gerne. Aber das müssen nicht andere gerne benutzen, da muss einfach jeder für sich selbst gucken.
Ich will da jetzt auch niemand irgendwie was aufschwatzen. Mir ist einfach nur wichtig, und das finde ich immer nicht gut, wenn viele jetzt sagen, ich möchte meinen Haushaltszucker ersetzen. Ja, ich süße meinen Kaffee, mein Müsli, ich mache überall mal Zucker rein im Alltag. Und dann nehmen sie halt eben Agavendicksaft und benutzen das praktisch so 1:1 als Ersatz für alles. Ja, und das ist dann im Endeffekt dieser ganze isolierte Fruchtzucker und so weiter, im Endeffekt dann auch nicht besser als der Haushaltszucker in der Menge. Also da muss man einfach ein gutes Bewusstsein für das Thema kriegen. Und das ist mir wichtig zu vermitteln. Wer jetzt welche Zuckeralternative benutzt, alle haben Vor- und Nachteile, da muss man einfach für sich individuell gucken. Da muss einfach jeder für sich entscheiden, genau. Ja, zudem man ja auch sagen muss, wenn man wirklich einmal die biochemische Struktur, zum Beispiel von einem Ahornsirup, einem Agavendicksaft, wobei Agavendicksaft noch ein bisschen anders, aber Ahornsirup oder Kokosblütenzucker anguckt, dann unterscheidet die sich null von einem Haushaltszucker. Ja. Also das ist halt das, was man erst versteht, wenn man mal so ein bisschen, ich habe das durch mein Ernährungstherapiestudium erst richtig an der Uni gecheckt, dass wenn man halt da so tief in die Biochemie rein musste, dass sich da tatsächlich, dass das einfach oft nur Zucker mit einem sehr guten Marketing ist, sage ich immer. Sehr gut. Ja, das ist gut beschrieben, genau. Also und aber dann, wenn man mal wirklich, also praktisch in die Zelle reingeht, mal guckt, wie auch die biochemische Zusammensetzung vom Zucker ist, dann ist das kein großer Unterschied zu dem Industriezucker. Deswegen veräppelt man sich da tatsächlich dann so ein bisschen selbst, wenn man vorher schon alles mit Haushaltszucker gesüßt hat. Genau. Und jetzt nutzt man halt original dieselbe Menge in Kokosblütenzucker und Ahornsirup, dann ist es tatsächlich nicht so einen großen Unterschied. Ja, ich finde auch vor allem, ich wusste damals vor 7 Jahren, wusste ich das ja auch alles noch gar nicht mit diesen ganzen Alternativen und so, und ich habe gar nichts gegessen. Also es geht ja auch, weißt du, wenn ich dann mal was Süßes gegessen habe oder mir einen Energy Boy gemacht habe, dann waren da halt mal getrocknete Datteln drin und das war für mich einfach so voll die Süßigkeit, ja, oder mal so eine Ofenpaprika oder Ofenmohrrübe aus dem Ofen gegart. Das hat so süß geschmeckt, das hat mir einfach in der Süße dann gereicht, ne? Das ist einfach diese Umgewöhnung, und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen vom Zucker entwöhnt, dann braucht man halt auch nicht jeden Tag eine Zuckeralternative, die man überall reinmacht. Das ist einfach nur Gewöhnungssache. Und ich habe ja auch gesehen, du backst ja auch in deinem Weihnachtsbackbuch mit Dattelzucker. Das ist auch so ein bisschen was, da habe ich jetzt auch angefangen, auch mit zu süßen. Das ist auch zum Beispiel vielleicht eine tolle Alternative ab und zu mal, wenn ja, die man benutzen kann und die auch gut funktioniert. Ja, ja so mache ich das. Also ich bin da, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Also ich habe auch ganz lange eigentlich kaum was Süßes gegessen. Ich habe gestern auf Social Media diese Schokoreiswaffeln gepostet und habe gesagt, dass ich vor 10 Jahren habe ich die immer gegessen mit so einer ganz bitteren Schokolade, weil es einfach keine veganen, glutenfreien, zuckerfreien Süßigkeiten wirklich gab. Und das war dann so ein bisschen meine Süßigkeit, ja. Und wenn, waren es bei mir dann auch, wenn nur Nüsse, so Studentenfutter war das damals, also so mit Rosinen. Das hatte ich auch. Und das ist auch gut. Ja. Ich kann auch nur jedem als Tipp geben, ja, man muss nicht aufgeben, irgendwie zu backen oder irgendwie generell mal was zu süßen, aber mal ein bisschen sich eine andere Art von Essen anzugewöhnen. Also in dem Sinne, dass man zum Beispiel verschiedene Geschmacksrichtungen in den Alltag integriert, dass man nicht immer nur süß hat. Ja, weil wenn man nämlich den Anspruch hat, alles wirklich genauso süß eigentlich weiter zu essen, nur halt was anderes zu nehmen, dann bin ich der Meinung, wird man von diesem ständigen Jeeper nach süß nicht so richtig loskommen. Okay. Wenn man aber mal schaut, dass man morgens statt irgendwie noch ganz viel Kokoszucker oder normalen Zucker irgendwie ins Müsli zu geben, einfach mal nur Obst nimmt, ja, oder dann am Mittagessen mal wirklich nur eine herzhafte Grundlage wirklich auch nur nimmt und dann als Snack auch mal was wie Hummus oder Karotten oder Gurken oder sowas nimmt und dann auch einfach mal, also weißt du, was ich meine, mal nicht immer nur die Basis mit Süß immer irgendwie sieht. Weil viele suchen immer dann nur diese Alternative nach dem Zucker, was dann wieder genauso viel süß ist, sondern wirklich mal so eine andere Grundlage im Alltag zu schaffen und sich da umzugewöhnen, weil dann ist es viel einfacher, dann mal zu gucken, okay, ich möchte dann vielleicht am Nachmittag gerne was Süßes essen, aber dann ist das einmal am Tag und dann kann es ja was sein mit der Süße, die man eben gerne nehmen möchte. Ja, ich finde auch so, im Porridge zum Beispiel, es gibt ja auch Erdmandeln, gemahlene Erdmandeln, wenn ich da, die sind basisch, die sind voll gesund und die sind sogar süß, und wenn ich die in meinen Porridge reinmache, dann habe ich schon mal eine ganz, ganz tolle natürliche Süße auch in dem Porridge, ohne dass ich das irgendwie extra nochmal süßen muss. Ne? Oder auch so ein dunkles, so ein braunes Mandelmus, das schmeckt so süß. Ey, oder auch mit Zimt oder dann halt zum Beispiel so ein bisschen Apfelmark zu arbeiten. Ja, das ist wirklich
eine ganz andere Art von Süße und viel milder. Aber wenn man sich sensibilisiert hat, merkt man, dass es eigentlich total süß ist. Absolut, nee, das stimmt. Das geht alles, genau. Man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen und da findet man seine süßen Rohstoffe, die halt einfach auch gut funktionieren, ja. Ja. Ja, und den Dattelzucker, den nehme ich auch ganz gerne, weil der besteht ja wirklich nur aus getrockneten, gemahlenen Datteln. Ja. Führt leider dann auch dazu, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Heißgetränk macht, dass sich der nicht so richtig auflöst, ja, weil es halt wirklich die getrockneten, gemahlenen Datteln sind. Aber gerade zum Backen für einen Teig finde ich den super, weil er eben noch die Ballaststoffe enthält. Ja, und auch viele dann auch Nährstoffe natürlich. Genau. Und deswegen ist das auch ganz gut. Ich persönlich vertrage Erythrit und Xylit nicht gut. Ja, also bei mir ist das wirklich, da tritt so das ein, was manchmal als Warnhinweis steht, kann bei größeren Mengen abführend wirken. Das ist bei mir tatsächlich schon bei kleinen Mengen so. Deswegen ist es nicht für mich die perfekte Alternative. Da ist für mich der Dattelzucker besser. Aber wenn es für jemanden gut funktioniert, dann ist das auch eine gute Alternative. Genau, jeder muss für sich einfach gucken und dann für sich entscheiden. Ja. Was dann, was haltet ihr von Stevia? Das ist doch auch eine gesunde Süße, oder? Ja, kommt mal drauf an. Also es ist ja auch synthetisch und ich glaube die Herstellung, ich hatte mir das hier vorhin schon mal ausgedruckt, die Herstellung ist irre. Ich kriege das jetzt auch gar nicht mehr zusammen. Da sind auch so Fachbegriffe drin, ist auf jeden Fall Chemie pur. Ne? Und es steht ja auch genau deswegen in Kritik. Und es gibt aber tatsächlich, und das finde ich total klasse, das machen viele meine Leser, weil bei manchen ist es ja auch so, die haben die Intoleranz und sind halt einfach an einem gesundheitlichen Punkt, wo halt fast gar nichts mehr geht an Süßungsmitteln, vielleicht auch kein natürliches Obst, der Fruchtzucker. Und die machen das denn so, die haben nur noch Stevia zur Auswahl, sag ich jetzt mal, und möchten damit süßen. Und die gehen im Baumarkt, kaufen sich eine Stevia-Pflanze und trocknen die Blätter selbst und süßen damit. Und dann ist das natürlich was anderes, als jetzt hier dieses synthetisch hergestellte. Und sowas finde ich dann auch total klasse. Ich habe das selbst noch nicht gemacht. Ich habe mal versucht, Bio-Stevia zu kaufen und habe tatsächlich auch was gefunden gehabt. Das ist aber sehr, sehr schwer. Und das hat dann, als ich die Tüte aufgemacht habe, auch total muffig gerochen. Also das fand ich jetzt nicht so lecker. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal im Baumarkt bin, dann werde ich das auch mal ausprobieren und da mal schauen, ob ich eine Stevia-Pflanze finde und dann nehme ich mir mal auch eine mit und dann probiere ich das hier mal, weil das nämlich wirklich viele auch meiner Leser machen und die sind da total begeistert. Ja, spannend. Ja, man muss sich das einfach vorstellen, Stevia ist eine grüne Pflanze und das, was man dann als Pulver bekommt, ist schneeweiß. Ja, und komisch, das heißt, da muss man sich schon mal eigentlich klar machen, dass das natürlich einige Verarbeitungsschritte hinter sich hat, dass das zu so einem weißen Pulver geworden ist. Mhm. Also ich persönlich, ich habe auch so Stevia-Tropfen zu Hause. Ich habe die, glaube ich, in einem Jahr dreimal benutzt, weil Stevia ist halt wirklich krass süß. Ne? Also da sprechen wir nicht nur von so ein bisschen süß, sondern das ist wirklich, das hat so eine krasse Süßkraft. Ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube, sogar 30 Mal süßer als Zucker oder sowas. 2000. Also, bitte? Ich glaube 2000 Mal. 2000 sogar? Ja. Oh, okay. Ja. Also ihr könnt euch vorstellen, extremst süß. Ja. Genau. Und da braucht man dann wirklich nur ganz geringe Mengen. Ich persönlich vertrage das zum Beispiel gut. Ja. Also Stevia hat ja auch keine negativen Auswirkungen jetzt irgendwie auf so einen Candida-Pilz oder sowas. Nee. Ja. Ist ja auch eigentlich ein Süßstoff. Aber man muss sich klar machen, auch hier würde ich sagen, wenn man es verwendet, wirklich nur geringe Mengen. Ja. Und schauen, wie die Verträglichkeit ist und dann eher auf eine Bio-Alternative zurückgreifen. Ja. Und man wird auch merken, wenn man noch nie Stevia gegessen hat, dann wird man es wahrscheinlich, so ging es mir am Anfang, ich fand es einfach nur ekelhaft. Weil das hat so einen ganz eigenartigen Geschmack. Man kann es kaum beschreiben, es ist einfach brutal süß. Ja. Und dann kommt noch so ein bisschen komischer Nachgeschmack hinterher. Hm. Und das, wenn man damit zum Beispiel so Kekse backt, dann kann es passieren, dass dieser komplette Keks nur nach Stevia schmeckt. Ja, absolut. Weil das so alles übertüncht. Also deswegen ist es, finde ich, nicht immer so die super Alternative. Ja, nee, da hast du recht. Für mich schmeckt das auch ganz furchtbar, wenn man da zu viel davon auch nimmt. Mhm. Total seifig. Und ja, ich würde einfach, wenn dann die Bioform ausprobieren. Ich weiß noch damals, ich hatte das mal an mir testen lassen, verschiedene Stevia-Verträglichkeit. Und die Bio-Sachen, die gingen. Mhm. Und all das, was Chemie war, das hat mein Körper nicht vertragen. Ja. Da gibt es wahrscheinlich wirklich große Unterschiede und da muss jeder einfach, so wie du gerade gesagt hast, vorsichtig sich rantesten und da reicht ja ein Tropfen. Also reicht ein Tropfen für einen ganzen Kuchen. Ja, ist wirklich so. Ja, dann ist die nächste Frage, sind Zuckeralternativen wie Erythrit und Xylit schädlich für die Darmflora? Das kam ein paar Mal, die Frage. Also ich würde sagen,
Also man kann nicht alle in einen Topf werfen erstmal. Erythrit hat ja so eine kleine Sonderstellung. Erythrit wird ja schon im Dünndarm verstoffwechselt und dann zu 90% über die Nieren wieder über den Urin ausgeschieden. Und deswegen ist es auch für viele verträglicher. Das heißt aber nicht, dass dadurch, das bist ja jetzt du auch das beste Beispiel, dass man dadurch jetzt nicht irgendwie die Darmprobleme bekommen kann und so weiter oder dass man es nicht verträgt. Bei den anderen Alternativen, Xylit und Maltit, die verstoffwechseln sich halt erst im Dickdarm. Die haben da so eine osmotische, die ziehen also Wasser an, die haben so eine wasseranziehende Wirkung und dadurch bekommt man dann auch Durchfall, wenn man davon zu viel isst. Und das ist eben auch für viele eben der Grund, da nicht zuzugreifen und das ist auch in Ordnung. Und jetzt wissenschaftlich bewiesen, weiß ich gar nicht, ob es das ist. Ich glaube noch nicht irgendwie, dass sie da so richtig aufs Mikrobiom geguckt haben, ob es sich verändert. Ich glaube, bei Süßstoffen wird da gerade viel geforscht, aber bei Zuckeralkohol nicht. Ich denke persönlich, wenn man weiß, es hat Auswirkungen auf den Darm oder man kann davon Durchfall bekommen und man merkt halt einfach bei der kleinsten Menge, ich reagiere darauf, dann einfach nicht mehr essen. Dann ist das ja nicht die Alternative, die er mich bekommt. Ich bekomme manchmal so Fragen, ja Anja, ich habe das jetzt probiert und ich kriege das irgendwie, kriege ich davon Durchfall. Soll ich das langsam steigern? Nein, einfach weglassen, gar nicht mehr. Ja. Nicht mehr langsam steigern und dann irgendwie gucken, dass es dann besser wird oder so. Wenn ich merke, es bekommt mir nicht, dann höre ich damit auf. Bei mir funktioniert Erythrit jetzt super, bei vielen anderen auch, aber Erythrit ist ja auch so ein bisschen noch anders als jetzt die anderen Zuckeralkohole. Und da muss man einfach für sich eine Entscheidung treffen. Und wenn ich das nicht möchte und weiß, okay, es hat eine wasseranziehende Wirkung im Darm und man kann davon Durchfall kriegen, dann esse ich das halt nicht. Ja, genau. Ja, definitiv. Und es ist ja auch durchaus so, dass man muss es einfach an sich selbst ausprobieren, weil halt jeder Darm, jede Darmflora doch auch ein bisschen anders ist und jeder da anders drauf reagiert. Und es ist tatsächlich von der Studienlage auch wirklich so, dass man bisher sagt, man weiß es noch nicht genau. Ja, und gerade bei den Zuckeralkoholen wie jetzt Erythrit, Xylit, dass die erstmal keine negative Auswirkungen auf die Darmflora haben, wo man sich tatsächlich nicht so sicher ist und wo man bisher wirklich Belege hat, wo es bei Mäusen der Fall ist, ist bei Süßstoffen. Es gibt jetzt auch eine erste Menschenstudie, habe ich gelesen jetzt. Die ist ganz neu, wo die das jetzt auch bei Süßstoffen am menschlichen Mikrobiom nachgewiesen haben, dass da Veränderungen gibt. Ja. Es gibt tatsächlich auch, also das muss man als Zunge sagen, es gibt auch schon einige Studien, ähnlich wie auch beim Zucker, die auch belegen, dass Süßstoffe eine negative Auswirkung auf die Darmflora haben. Jetzt ist es natürlich so, dass hinter der kompletten Zucker- und auch Süßstoffindustrie einfach eine Riesenindustrie steckt. Ja. Und dementsprechend ist es nun mal auch so, betrifft nicht alle Studien, aber ein Großteil der Studien wird natürlich auch von bestimmten Interessengruppen finanziert. Ja, und das muss man sich immer ein bisschen bewusst machen bei Studien. Und dass man da natürlich dann nicht immer die perfekt neutrale, interessenfreies Ergebnis bekommt, sondern dass das halt, weil ich meine, die Industrie möchte natürlich nicht, dass Zucker komplett verbannt wird oder Süßstoffe, die ganze Abnehmindustrie. Ja, das ist ja ein Riesenmarkt. Und dementsprechend muss man am Endeffekt das an seinem eigenen Körper auch ausprobieren. Und bei so Sachen, die ja auch im Endeffekt eigentlich nicht wirklich aus der Natur stammen. Ich meine, so ein Süßstoff, der kommt ja so nicht in der Natur vor, meiner Meinung nach dann auch nicht für uns so geeignet ist. Ja, nee, absolut. Und ja, das ist so ein polarisierendes Thema. Also ich sehe das ja auf Instagram, da schlagen die sich regelmäßig die Köpfe ein. Die Süßstofffraktion sagt, nein, ich habe recht, es gibt die Studie. Dann sagen die anderen, nein, ich habe recht, es gibt die Studie. Also ich würde einfach für mich selbst entscheiden. Ja, und wenn ich denke, es ist synthetisch, es ist Chemie, ich will das nicht, dann ist das so. Ja. Und dann braucht man das ja auch nicht konsumieren. Und ich finde, das ist einfach das Erste, worüber man sich Gedanken machen sollte. Hat es Auswirkungen auf den Darm? Wie kann es im Darm wirken? Ist es Chemie? Ist es synthetisch? Und wenn ich von vornherein sage, nein, ich will sowas nicht essen, ich möchte mich natürlich ernähren, dann kommt halt sowas auch gar nicht erst in Frage. Und dann braucht man sich ja mit den ganzen Alternativen dann auch so nicht mehr auseinandersetzen und kann gleich zum Dattelzucker greifen oder zu irgendeiner anderen Alternative, genau. Ja, definitiv. Und ich habe halt auch in den ganzen Jahren, wo ich viele 1:1 Beratungen gegeben habe, wirklich festgestellt, dass die Leute, die Süßstoff krass nutzen, damit meine ich ja nicht alle 2 Wochen mal ein bisschen Süßstoff, sondern wirklich mehrmals täglich, in jedem Joghurt, in jedem Getränk, in jedem Riegel, also wirklich oft am Tag, dass die ihre Zuckersucht oder ihre Sucht nach Süß überhaupt nicht losbekommen. Im Gegenteil, teilweise wird es sogar noch verstärkt, weil es einfach diese krasse Süße ist, nach der man einfach permanent immer noch mehr Verlangen hat. Ja, und die dann empfinden, eine Banane ist nicht süß genug
Ein Apfel ist nicht süß genug. Eine Haferflocke schmeckt nach gar nichts. Ja, und da bekommt man halt diese komischen Verbindungen zu diesen ursprünglichen Geschmäckern. Ja, und ich möchte ja nicht den ganzen Tag nur von meiner Lust und von meinem Verlangen nach süß kontrolliert werden. Ja, sondern man möchte sich ja ernähren, um den Körper mit allem Wichtigen zu versorgen, auch natürlich Spaß daran zu haben, aber nicht die ganze Zeit nur von dieser krassen Sucht nach süß kontrolliert werden. Absolut, nee, da hast du recht. Das ist wirklich ein Trigger. Einfach Stück für Stück sich entwöhnen. Und für viele geht das ja auch nicht immer von heute auf morgen. Ich musste es ja damals machen, also es geht schon. Aber viele konsumieren halt einfach auch so viel süß, dass es Schritt für Schritt ja auch gilt. Ja? Wenn ich jetzt sagen wir mal, ich trinke den ganzen Tag Apfelschorle, dann mache ich das halt so, nehme ich nicht mehr so viel Apfelsaft und gieße das mit so. Achso, das sieht man jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, also du hast gerade so ein volles Glas gezeigt. Dann nehme ich halt ein bisschen weniger Saft und gieße mehr Wasser drauf und reduziere die Saftmenge halt Stück für Stück. Ne? Ja, genau. Man muss ja nicht immer gleich alles so radikal machen, aber sich von dem Süß zu entwöhnen, ist halt wirklich wichtig, ja. Ja, ja. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage und zwar, welcher Zuckerersatz ist für Kinder empfehlenswert? Oh, ja. Das ist auch die Frage, die aus meiner Community am häufigsten gestellt wird. Und im Endeffekt ist es so, wie wir es eben gesagt haben. Mhm. Also ich habe ja auch so ein Kinderbackbuch, da süße ich mit Dattelzucker. Die meisten möchten das halt eben auch für ihre Kinder nur natürlich gesüßt. Ja. Wir jetzt hier in meiner Familie, wenn ich mal backe mit Erythrit, dann essen das auch die Kinder und die haben keine Probleme. Aber das ist halt eine Ausnahme. Ne? Also wir süßen ja jetzt hier nicht dann ständig mit Erythrit oder mein Bruder in seiner Familie, nehme ich mal das Beispiel, der nimmt er jetzt nicht als Zuckerersatz für alles, was sie da haben, Erythrit und macht das da rein, sondern dann gibt es halt mal eine Ausnahme, irgendwie einen Kuchen oder sowas, einmal im Monat und dann, warte mal kurz, jetzt ist mir hier gerade, siehst du mich? Ja, alles noch ganz normal wie vorher auch. Ja, also da muss jeder für sich auch entscheiden. Also es ist jetzt in Maßen auch für Kinder geeignet, aber wenn man das als Elternteil nicht möchte, ich finde, irgendwie eine Zuckeralternative für Kinder ist nichts anderes als eine Zuckeralternative für Erwachsene. Wenn ich selbst als Erwachsener nicht möchte, nicht Xylit oder Birkenzucker oder Süßstoffe konsumieren möchte, dann müssen ja meine Kinder das auch nicht machen. Also jetzt nur, weil es ein Kind ist, ist es jetzt nicht irgendwie anders, auch vom Verstoffwechseln oder sowas. Also manchmal denke ich mir so, ich habe immer das Gefühl, dass sie für Kinder eine bessere Zuckeralternative suchen als für sich selbst. Aber das ist ja im Endeffekt, ja, braucht man das ja nicht. Wenn ich jetzt für mich beschließe, ich süße nur natürlich, dann bekommen meine Kinder auch natürlichen Zucker zum Süßen. Und wenn jetzt für mich in der Ausnahme mal Erythrit in Ordnung ist und ich merke, meine Kinder kommen damit auch gut zurecht, ja, dann ist das auch in Ordnung. Also dann muss einfach jeder für sich selbst gucken. Ich glaube auch, dass Kinder, das unterschätzen ja auch viele, in Bonbons sind ja auch viele Zuckeralkohole. Ja. Also Isomalt zum Beispiel ist so ein Zuckeralkohol, der auch in vielen Bonbons steckt und wir konsumieren oder Kinder konsumieren ohnehin schon ganz, ganz viele Zuckeralkohole, also Erythrit und Xylit ähnlich, sage ich jetzt mal, im Alltag, was für viele auch, was viele gar nicht wissen, aber was völlig normal ist. Ne? Und muss man einfach auch mal hinten auf die Bonbon-Tüten raufgucken und auf die Süßigkeiten-Tüten, da stecken unglaublich viele Süßstoffe und sowas alles schon mit drin, was viele Kinder auch im alltäglichen Alltag an sich schon konsumieren. Ne? Und ja, wenn ich jetzt für mich beschließen sollte, was mein Kind an Zuckeralternativen bekommt, angenommen, ich hätte jetzt Kinder, dann würde ich das so machen, wie ich das lebe. Dann gibt es halt einmal im halben Jahr einen Kuchen oder so und dann ist der mit Erythrit gesüßt und wenn mein Kind das nicht verträgt, dann kriegt es kein Erythrit, dann kriegt es halt natürlichen Zucker und sonst gibt es ja bei mir hier, keine Ahnung, Energy Balls mit natürlichem Zucker oder ja halt so diese ganz normalen Obstsachen. Genau, und so würde ich das dann halt eben machen. Ja. Ja, ich denke, bei Kindern ist es total schön, wenn man wirklich darauf achtet. Eigentlich ganz interessant, wie du auch gerade gesagt hast, dass man bei den Kindern immer darauf achtet, dass sie was besonders Wertvolles ja eigentlich bekommen. Ja. Und bei sich selbst denkt man sich dann so, ach egal. Ja, genau. Was eigentlich schade ist, weil das sollte man generell denken. Jeder Körper ist unfassbar wertvoll. Und eigentlich sollte man ja bei jedem Körper denken, dem möchte ich nur das Beste geben. Ja, und nicht nur beim Kind. Und gerade, das merkt, glaube ich, jeder, die ersten Jahre sind einfach sehr, sehr prägend. Wenn man damit aufgewachsen ist, nur Saft zu trinken, nur vielleicht sogar Softdrinks schon in den jungen, jungen Jahren und sich zum Beispiel kaum an Wasser gewöhnt hat oder immer nur süß isst, ganz viel Industriezucker, denen fällt es schwer, ja, später dann auch auf Zucker. Das ist natürlich möglich,
Aber das ist am Anfang immer ein bisschen hart, weil man halt komplett anders konditioniert wurde. Ja. Und die Geschmacksnerven sich echt erstmal richtig verändern müssen. Ja. Und bei den Kindern, die sind dann natürlich auch noch super, das ist alles noch sehr, sehr sensibel und der kleine Körper ist im Wachstum und alles. Und da würde ich wirklich sehr darauf achten, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich diese natürlichen, natursüßen Sachen verwendet. Ja, also auch wenn man backt zum Beispiel, man kann eine gequetschte Banane reinmachen, man kann Apfelmark machen, man kann vielleicht ein paar Dattelstücke reintun und es wirklich solche Sachen zu verwenden. Es gibt ja auch so tolle Cookies. Es gibt so einfache Cookies, die man natürlich süßen kann, so Kekse und sowas. Das ist wirklich nicht schwer. Und ich finde, das ist halt gerade auch für Kinder eine coole Alternative. Ja, ja, total, definitiv. Und auch da, die Kinder können sich daran gewöhnen. Also ich weiß auch von vielen, die mir auch immer schreiben, die meine Rezepte auch für die Kinder verwenden. Und das funktioniert dann auch. Und ich meine, die Grundlage ist ja das, was man so zu Hause macht. Natürlich kann man nicht vermeiden, dass die dann mal auf Geburtstag eingeladen sind. Ja, klar. Und da dann halt naschen oder halt eine Tüte mit nach Hause nehmen oder in der Schule mal. Das ist, ja, ist dann eben einfach so. Aber das, was halt zu Hause passiert oder was man dann eben mitgibt, das kann man ja beeinflussen. Absolut, das sehe ich genauso, ja. Ja. Dann die Frage, die kam, ich will es noch einmal kurz ansprechen, wir hatten es zwar so ein bisschen erwähnt, aber weil die Frage auch öfters kam, und zwar, es kamen viele Fragen zum Thema Kokosblütenzucker und ob das dann wirklich so viel besser ist als jetzt der normale Rohrzucker zum Beispiel. Und hier kam noch eine Frage, kann man Kokosblütenzucker mit gutem Gewissen essen? Ja, du hast es ja eben auch schon gesagt mit der Biochemie. Genau. Und es ist im Endeffekt alles Zucker. Und ich habe das auch so mal aufgelistet gehabt, wenn man mal auf 100 Gramm guckt, wie viel Zucker da drin steckt, auch im Kokosblütenzucker, ja, dann ist das im Endeffekt keine zuckerfreie Alternative, ne? Und das macht einfach wenig Sinn. Also wenn ich jetzt ein Bewusstsein, wie gesagt, dafür habe und darauf achte im Alltag, dass ich mit dem Zucker gut zurechtkomme und dass ich meinen Zuckerkonsum reduziere und dann backe ich halt mit Kokosblütenzucker, dann ist es okay. Aber ich finde es halt nicht in Ordnung, dazu sagen, dass es besser ist als Haushaltszucker irgendwie. Also, oder dass halt beim Produkt noch draufsteht, zuckerfrei. Ja, und ja, dann genau. Ist da wirklich erste Zutat Kokosblütenzucker und das Ding ist babsüß und ja. Ist genau, also das ist wirklich, also das ist, sorry, dass ich das so direkt sage, aber das ist halt echt ein bisschen verarscht. Ist es auch. Ja. Aber da wird mit Produktwerbung, da sind die Hersteller gnadenlos und deswegen gibt es ja auch so viel Verwirrung zu diesem Thema. Und ja, also ich finde jetzt Kokosblütenzucker in der Ausnahme nicht schlimm, aber wenn jemand das jetzt strikt machen möchte oder vielleicht auch so einen gesundheitlichen Hintergrund hat und den Zucker wirklich meiden muss, ja, dann ist das keine Alternative, die wirklich so sinnvoll ist. Ja. Ja. Was man dazu sagen muss, weil das es definitiv macht, das ist ein Unterschied. Und zwar kommt es beim, gerade auf die Auswirkung vom Blutzuckerspiegel immer sehr darauf an, in welcher Umgebung der Zucker ist. Ja. Ja, das heißt, natürlich würde ich sagen, sind diese ganzen gesünderen Süßigkeiten, ich nenne es jetzt mal so, weil ich nicht weiß, wie ich es anders nennen soll, die zum Beispiel Kokosblütenzucker enthalten und dann halt noch irgendwie reines Kakaopulver, Nüsse, Haferflocken, dann sind die ja in einer nährstoffreichen und ballaststoffreichen Umgebung. Und dann ist das natürlich für den Körper viel besser, weil der Blutzuckerspiegel auch nicht so schnell ansteigt, als wenn ich jetzt, man darf glaube ich keine, ein Snickers oder ein Mars, ich sage es einfach mal so, oder halt irgend so einen herkömmlichen Schokoriegel esse, der tatsächlich überhaupt keine Ballaststoffe enthält. Ja, und das hat natürlich dann nochmal andere Auswirkungen auf den Körper. Ja, nee, das ist wie mit einem Apfel, den man halt wirklich genau. So isst, wo die Ballaststoffe drin sind und die halt einfach auch helfen, den Fruchtzucker im Körper zu verstoffwechseln. Ne? Und wenn man den Apfel jetzt zum Saft pressen würde, dann würde man ja die Ballaststoffe auch kaputt machen und der Fruchtzucker, der da hat dann die Leber mit zu kämpfen. Ne? Ja. Und genauso, ja, hast du es ja gerade auch beschrieben, genauso kann man sich das dann auch an so einem Produkt vorstellen. Genau, das ist ein guter Vergleich gewesen gerade, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Kokosblütenzucker und einen Dattelzucker direkt isoliert vergleicht, dann sieht man ganz klar, dass zum Beispiel der Dattelzucker, weil er ja wirklich nur aus getrockneten und gemahlenen Datteln besteht, auch einige Ballaststoffe enthält und auch Nährstoffe. Ja. Und genau. Der Kokosblütenzucker jetzt zum Beispiel nicht. Ja, und viele sagen ja immer so, ja, der Kokosblütenzucker enthält viele Nährstoffe und lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen. Mhm. Man muss aber beim Kokosblütenzucker solche Riesenmengen essen, damit man irgendwelche Nährstoffe davon abbekommt, weil die wirklich eigentlich so minimal sind. Ja. Und das mit dem Blutzuckerspiegel, das beruft sich immer auf eine winzige Studie, die vor viele Jahre
entstanden ist, ja, und die leider überhaupt nicht aussagekräftig ist. Also das ist so, das glaube ich, wodurch es ein bisschen dazu gekommen ist. Ja. Ja, ja. Es ist schon, ja, ein interessantes Thema, genau. Dann die nächste Frage lautet, wie lange dauert es, bis man die Zuckersucht losgeworden ist? Also es war jetzt wie von jemand, der geschrieben hat, richtig, richtig zuckersüchtig. Und wie lange das praktisch dauert, bis man davon losgekommen ist. Also bei mir hat es ja jetzt sehr, sehr lange gedauert. Ich würde mal sagen, 3 Monate habe ich gebraucht, bis ich kein Verlangen mehr hatte. Also bis ich nicht mehr irgendwie ja dieses Gefühl hatte, ich brauche jetzt irgendwie Zucker oder ich habe Heißhunger oder sowas. Es war bei mir nach 3 Monaten verschwunden. Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie viel Zucker man im Vorfeld konsumiert hat. Es gibt Menschen, denen fällt es ganz einfach. Und dann gibt es halt Menschen, so wie mir, denen fällt es sehr, sehr schwer, da wirklich auch standhaft dann zu bleiben. Also für mich war das damals schon anstrengend. Und gerade in der Anfangszeit, weil der Stoffwechsel sich auch umstellt, dann hast du diesen schwankenden Blutzuckerspiegel die ganze Zeit. Und natürlich ist das eine Umstellung. Und gerade bei mir war das Verlangen extrem hoch. Ich hatte auch so Migräne, dann überall Schüttelfrost den ganzen Tag und so. Und ich habe das, war extrem gereizt durch diese Zuckerschwankungen. Und ich habe das halt wirklich sehr, sehr stark gemerkt, ne, dass ich da keinen Zucker mehr kriege. Also ich hätte am liebsten wirklich zu einem gegriffen. Ich habe damals ja auch noch in der Backstube gearbeitet, was mir so über den Weg gelaufen ist und hätte das nämlich reingestopft. Aber dieses Gefühl, das geht irgendwann weg. Und bei manchen dauert es 2 Wochen, bei manchen dauert es, so wie bei mir, 3 Monate. Man muss da halt nur einfach am Ball bleiben. Und das wird besser. Also das wird sogar sehr, sehr schnell besser. Ich will jetzt nicht sagen, nach 3 Monaten habe ich erst die erste Besserung gemerkt. Bei mir ging das ja schon relativ fix nach einigen Tagen und Wochen, dass der Körper sich umstellt. Und wenn man halt eben so gesunde Alternativen hat, die halt auch den Blutzuckerspiegel konstant halten, wie jetzt so ein Studentenfutter, was man mal nimmt und was man mal so zwischendurch eine Handvoll als Snack einfach mal so isst, dann kommt man damit wirklich auch gut zurecht. Ja, dann ist das auch gar kein Problem. Und diese ersten Kopfschmerzen, die man da so kriegt, das ist auch alles normal. Das reguliert der Körper dann von selbst. Das geht von alleine wieder weg und ja, dann irgendwann ist es ganz normal, dass man halt eben keinen Zucker isst und der Körper gewöhnt sich daran. Ja. Oder dass man, sage ich mal, die gesunden Kohlenhydrate isst, ne? Die vollwertigen Kohlenhydrate, die halt eben langsam vom Körper abgebaut werden und die halt eben lang auch konstant für Energie sorgen und den Blutzuckerspiegel konstant erhalten. Ja. Nämlich ein großer Fehler ist auch, das kann ich jetzt noch dazu sagen, einfach dann eine Diät zu machen oder gar nichts mehr zu essen, das ist halt eben falsch. Also unser Körper braucht Nährstoffe und auch Energie und nicht richtig wäre es zu hungern, sondern halt wirklich von Anfang an dafür zu sorgen, regelmäßig zu essen, vielleicht auch kleine Snacks wie mit diesem Studentenfutter zu essen, einfach damit der Blutzuckerspiegel wirklich über den Tag verteilt konstant bleibt und man auch nicht in diesen Heißhungerkreislauf da reinkommt. Ja. Und auch den Tag über, so komisch dass das klingt, aber spannende Sachen zu essen, weil viele essen dann irgendwie einfach nur einen Salat oder ein Käsebrot und dann ist so das Haupt, die Hauptattraktion vom Essen des Desserts, sondern wirklich auch Sachen essen, auf die man Lust hat, die also die nährstoffreich sind, die auch richtig den Körper mit Nährstoffen fluten, die einen nicht hungrig aus der Hauptmahlzeit irgendwie gehen lassen, sondern die wirklich ja vollwertig sind und wo man auch richtig Lust drauf hat. Ja, und das ist nämlich dann auch, dann hat man nicht das Gefühl, dass man das Essen so überhaupt keinen so Spaßfaktor mehr hat. Ja. Absolut, das ist ein guter Tipp, ja. Ja. Dann, ich glaube, wir sind sogar schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar, also was heißt schon? Ich glaube, wir sprechen auch schon eine ganze Zeit. Aber es ist wirklich so ein spannendes Thema und macht doch echt Spaß mit dir. Und zwar die letzte Frage, ich glaube, so geht es vielen, die nämlich auch einen Partner haben oder Eltern haben, die da vielleicht nicht so mitziehen. Wie geht man damit um, wenn der Partner, das kann man, denke ich, auch über Freunde und Co. auf alles Mögliche übertragen, sehr viele Süßigkeiten isst? Also ich kann das verstehen. Das ist auch so eine Hauptausrede, wollte ich gerade sagen. Hauptfrage, genau, Hauptfrage, die mir ganz, ganz viele stellen. Es ist beides wahrscheinlich. Was mache ich jetzt, wenn mein Partner nicht mitziehen will? Ich weiß, das ist blöd, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt für mich beschließe, ich möchte gesund leben
und ich möchte meine Ernährung auf zuckerfrei oder ich möchte mich ayurvedisch ernähren oder vegan ernähren oder was auch immer, dann kann ich das jetzt nicht davon abhängig machen, ob mein Partner da jetzt mitzieht oder nicht. Also das ist mein Leben, das ist meine Gesundheit und meine Entscheidung. Und ich glaube, dass so viel Toleranz in einer Beziehung bestehen sollte, dass man das einfach auch gegenseitig respektieren kann und da auch im Alltag dann damit leben kann. Ich meine, beim Zucker, klar, in der Anfangszeit ist es vielleicht so ein bisschen schwierig, wenn der Partner dann da auf dem Sofa sitzt und die Schokolade isst und man genau weiß, okay, in den ersten Tagen, ich kann das jetzt nicht essen und jetzt liegen hier schon wieder die Gummibärchen und ich weiß halt ganz genau, in der Schublade liegt noch Schokolade. Vielleicht kann man sich ja da mit dem Partner darauf einigen, dass er das an einem Ort versteckt oder so, oder vielleicht seine Süßigkeiten jetzt in den ersten Tagen ja nicht heimlich ist, aber vielleicht auf Arbeit ist oder keine Ahnung, nicht irgendwie provozierend sich vor einem hinstellt und das dann snackt, ne, und dann so sagt, haha, ich darf Zucker essen und du nicht oder so. Das ist natürlich jetzt, ja, da wird es einem bestimmt schwerer fallen, auf den Zucker zu verzichten. Aber ich glaube, sich gegenseitig für diese Themen zu begeistern, das ist wichtig. Wenn ich jetzt sage, ich lebe zuckerfrei und mein Partner nicht, dann und ich koche was, dann kann ich ja sagen, hier, guck mal, wir kochen jetzt mal was zusammen. Und das ist halt so, wie ich mich ernähre. Das ist jetzt vegan oder das ist zuckerfrei. Probier doch einfach mal. Und da dann halt einfach gemeinsam kochen, gemeinsam gucken, ob es einem schmeckt. Und dann vielleicht, ich will nicht sagen, den Partner überzeugen, aber einfach ja, so halt einfach den Weg finden, gemeinsam auch mal zu essen. Und egal jetzt, ob mein Partner jetzt etwas mit Zucker isst und ich da sitze und ich esse etwas ohne Zucker. Man hat ja das gemeinsame Essen und auch genau diese gemeinsame Zeit zusammen. Und von dem her finde ich das irgendwie egal. Mir wäre es egal, ob man, also ich glaube, ich könnte nicht mit jemandem leben, der den ganzen Tag nur Zucker isst. Das wäre für mich schon komisch. Ja, aber mit jemandem zusammenzuleben, der jetzt da ganz normal Zucker konsumiert und da auch ein Bewusstsein für hat, das wäre für mich völlig in Ordnung. Aber das ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend, dass ich jetzt mein Leben nicht mehr zuckerfrei leben würde. Also wenn ich jetzt für mich beschließe, ich lebe vegan, ich lebe zuckerfrei, dann mache ich das für mich. Und ob das jetzt mein Partner macht, ist mir im Endeffekt egal. Ja, also natürlich liebe ich da meinen Partner und ich möchte, dass der auch gesund bleibt und würde ihm dann vielleicht auch mal das ein oder andere backen und versuchen, ihn davon zu überzeugen vielleicht. Aber wenn er das nicht möchte, dann ist es halt so. Genau, das ist seine Entscheidung. Ja, total. Also ich glaube auch, dass in der Partnerschaft, natürlich ist auch eine Partnerschaft viel auch irgendwo ein Kompromiss in vielen Sachen. Ja. Aber das ist schon auch so dieses Leben und Leben lassen und wenn man natürlich jetzt für sich sagt, das geht gar nicht, das muss man natürlich für sich entscheiden, aber ansonsten, also so mache ich das für mich auch. Ja, also mein Freund hat auch nicht von Anfang an sich genauso ernährt wie ich und hat irgendwie auch komplett anders gegessen und ich habe nie, und das mache ich auch tatsächlich jetzt, auch bei niemandem in meinem Umfeld, dass ich da mit einem erhobenen Zeigefinger stehe und sage, hallo, was isst du denn da? Was ich aber tatsächlich schon oft mitbekommen habe bei anderen. Und wenn man dadurch so, dadurch entsteht ja auch ein gewisser Druck. Ja, und das führt immer dazu, dass sich eigentlich die Person von, also einmal auch persönlich angegriffen fühlt, was ja verständlich ist, und eigentlich eher auf Distanz geht und sich davon distanziert. Und ich glaube, da ist wirklich dieses ganz viele so leben und leben lassen. Ja, weil am Endeffekt, man kann nur sich selbst beeinflussen. Ja, auch wenn man sich das immer wünscht, dass man am liebsten seine komplette Familie, seine kompletten Freunde und am besten noch die ganze Welt, auch die Politik, alles, kann man alles irgendwie komplett beeinflussen. Das ist aber einfach nicht möglich. Man kann nur sich selbst, man kann bei sich selber die Sachen beeinflussen. Ja. Und Verantwortung für sein Leben komplett übernehmen. Was aber dann passiert, und das habe ich ganz krass sowohl bei meinem Freund als auch bei meiner Familie, als auch bei meinem Umfeld festgestellt, dass die gesehen haben, ohne dass ich nur auch nur einmal gesagt habe, ist das bitte auch oder sowas, dass es mir immer besser ging. Und dass ich das mit einer Leidenschaft mache und gerne mache und auch immer gerne mal Sachen mitnehme, anbiete zu probieren, ohne zu sagen, wenn jemand sagt, oh nee, dann sage ich, okay, kein Problem. Ja. Und dass dann viele sagen, ich habe dann plötzlich Nachrichten auch von Freunden bekommen, oh, ich habe irgendwie mal ein Rezept von dir ausprobiert oder ich habe das ausprobiert oder dann wird man mal nach einem Ratschlag gefragt oder dann kocht man was und dann sagt der Partner, oh, das sieht aber gut aus, kannst du mir irgendwie auch was mitmachen? Und plötzlich ist es mittlerweile so, dass ich auch, wenn ich mit Freunden essen gehe, dass die direkt sagen,
wollen wir das neue vegane Restaurant da und da ausprobieren, ja, oder dieses gesunde Bistro, dass es halt so ein ganz natürlicher Prozess ist, ja. Und das ist dann eigentlich so viel schöner, so viel entspannter. Und es nimmt auch eigentlich selber ein bisschen Stress raus, weil man muss sich nicht die ganze Zeit die Verantwortung noch für alle anderen irgendwie übernehmen. Ja, nee, das hast du total schön beschrieben. Ja, genau so sehe ich das auch. Einfach so seine Wahrheit leben, ganz authentisch, ohne das anderen irgendwie aufzudrängen. Und der Rest passiert von ganz alleine. Das ist in meinem Umfeld genauso passiert. Ich bin jetzt auch nicht so, wie du gesagt hast, da losgegangen, habe gesagt, oh, jetzt hier, du isst hier ein Stück Kuchen mit Zucker, sag mal, das darfst du doch nicht machen. Und also wenn man das nicht macht und da einfach auch wartet, dass die Leute einen fragen und Interesse zeigen, das passiert von ganz alleine. Ja, das hast du gerade total schön beschrieben. Ja, danke. Und jetzt muss ich natürlich unbedingt was sagen. Du hast ein wundervolles neues Buch geschrieben. Und zwar heißt das Zuckerfrei leben, wie ich mein Leben raffiniert zuckerfrei machte und endlich gesund wurde. Ja. Und das ist so schön, weil es ist wirklich, du bist praktisch das Idealbeispiel dafür, ja, wie sich die Gesundheit und auch das komplette Leben einfach verändern kann. Und es ist ja wirklich auch nicht nur zu deiner Passion, schon fast ein bisschen zu deinem Dharma irgendwo geworden, ja, dass du andere Menschen dafür dann auch begeisterst, inspirierst und auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern es ist wirklich ein Buch, was auch so wie so ein Nachschlagewerk, finde ich, schon fast auch so ein bisschen geworden ist, wo man wirklich auch sich damit auseinandersetzen kann, auch es versteht, ja, über das, was wir auch alles gerade gesprochen haben, was ist zum Beispiel, wie setzt sich Kokosblütenzucker auseinander? Ist das besser? Was kann ich als Alternative verwenden? Was mache ich, wenn mein Umfeld nicht mitzieht? Deswegen, also das ist echt super, super schön. Vielleicht kannst du auch einmal sagen, für wen du das Buch geschrieben hast. Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass dir das Buch gefällt. Und es ist so ein richtiges Herzensprojekt gewesen und ich möchte gerne, dass jeder das liest. Also es ist ganz einfach auch geschrieben. Also es können Jugendliche lesen, das können, ja, es kann jede Altersgruppe einfach lesen und für sich auch Mehrwert daraus ziehen. Es ist so eine Art zuckerfrei Ratgeber. Und was ich mit diesem Buch einfach erreichen möchte, ist, dass wir ein Bewusstsein für das Thema Zucker bekommen und einfach um in der Zukunft gesund zu bleiben. Und das war meine Intention, dieses Buch zu schreiben, den Leuten das mit auch an die Hand zu geben, damit sie da, so wie du eben gesagt hast, was zum Nachschlagen haben, damit sie genau wissen, wo muss ich im Supermarkt drauf achten, wie lese ich so eine Zutatenliste, was sind versteckte Zucker, wie ist das mit den Zuckeralternativen, was sind so Hürden im Alltag mit dem Heißhunger und wie mache ich das alles und was sind die ersten Schritte in ein zuckerreduziertes Leben. All das teile ich da in diesem Buch. Also da steckt ganz, ganz viel Wissen drin. Und ja, ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Buch lesen und in ihrem Schrank stehen haben und das für viele Menschen halt eben auch eine Hilfe ist und eine Begleitung in ein zuckerreduziertes Leben. Ja, ich denke, das ist dir auf jeden Fall auch gelungen. Oh, und das danke. Buch kann man wahrscheinlich überall kaufen, ne? Online, ja. Aber auch in Buchhandlungen genau. Vor Ort. Überall, ja, genau. Ja. Ist überall erhältlich, ja. Super. Den Link dazu packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Danke. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Okay. Und zwar, hast du einen Gesundheitstipp? Es darf auch eine Lebensweisheit sein, etwas, was in deinem Leben einen Unterschied gemacht hat und was du gerne weitergeben möchtest. Ja, bleibt in der Verbindung mit euch selbst. Nehmt euch jeden Tag Zeit für euch selbst, sei es jetzt meditieren und wenn es nur 5 Minuten sind, aber es ist halt einfach wichtig, gerade in der heutigen Zeit, im stressigen Alltag, einfach auch bei sich zu bleiben, in der Verbindung zu bleiben, mit sich und seinem höheren Selbst, um gesund zu bleiben, genau. Ja, schön. Vielen, vielen Dank schon mal für das ganze Wissen, Beantworten von Fragen und das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und wenn man dir jetzt folgen möchte, mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dich finden? Also auf Instagram heißt mein Profil zuckerfrei-naschen, zuckerfrei-naschen. Und sonst habe ich eine Website www.anja-giersberg.de und da findet man alle Informationen, auch alle Kanäle. Ich bin auch auf Facebook, aber da bin ich nicht so aktiv. Und genau, aber auf meinem Instagram-Kanal bin ich täglich. Genau, da gibt es interessante Stories, ganz viele Rezepte, da kann jeder gerne einfach vorbeischauen. Super. Dann nochmal vielen Dank an dich. Ja, ich danke dir. Es war wieder total klasse. Danke.